Hallo Leute, ich bin's der Dominik und ich begrüße euch zur 9. Folge der ersten FC Heidenheim Karriere. Ja, Jungs, heute Folge 9, wir gucken mal direkt auf den Kalender, wie es heute aussieht. Wir haben ja jetzt in der letzten Folge die Transferphase beendet, haben gegen Köln 0-0 gespielt, gegen Nürnberg 3-1 gewonnen, gegen Hoffenheim 2-0 verloren, haben unter anderem Sergio Gomez von, ich weiß nicht mehr, irgendwo aus Spanien gekauft, der mal bei Dortmund war, Henrik Mkhitaryan haben wir gekauft und soweit ich weiß, haben wir noch den guten Sandro Stee gekauft, genau. Nübel war ja schon ein bisschen länger da. Und dann würde ich sagen, gucken wir direkt auf den Kalender, wie es heute aussieht. Wir werden jetzt gegen Freiburg simulieren, wir werden gegen Frankfurt spielen, gegen Schalke simulieren, gegen Mainz spielen, gegen Gladbach und nochmal gegen Leverkusen simulieren. Und ja, Leute, würde ich sagen, starten wir rein in die Simulation. Und da sehen wir nochmal, wo das Scouting-Update, wo zumindest Aurélien Richard ist. Ich habe die Trainingseinheit auch nochmal ein bisschen umgestellt. Ich will jetzt die Spieler trainieren, die jetzt auf die 80 kommen können. Und zwar Gomez, Vasiliades, Dorsch, Santos, T und Nübel. Dann gibt es noch eine weitere Trainingseinheit, da Länderspielpause ist, wo Niklas Dorsch jetzt auf die 76 kommt. Und dann sind wir jetzt beim ersten Spiel der Simulation gegen Freiburg, würde ich sagen, gehen wir direkt in die Simulation rein. Wo wir leider mit 0-3 verlieren, Griffo trifft und Epobise trifft doppelt. Dann geht es eine weitere Trainingseinheit. Dann sind wir im Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Würde ich sagen, starten wir mit dem Team rein in das Spiel. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir irgendwie noch eine bessere Elf aufstellen können. Ne, wir haben schlechte Mittelfeldspieler eigentlich aus Sessa und Vandenberg. Haben wir da keinen guten. Da hätten wir halt Mkhitaryan nachher auf rechts stellen können. Noch irgendjemand Gutes dann in ZM. Naja, gut. Müssen wir uns nicht erstmal drum kümmern. Würde ich sagen, starten wir rein in das Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann direkt in der ersten Aktion wieder. Oh, Niklas Dorsch ist zu Team Kleindienst. Da kommen wir jetzt mal durch. Team Kleindienst kommt durch. 17. Spielminute. Bis dahin ist nichts passiert. Und Team Kleindienst kommt jetzt. Und erzielt das 1-0 für uns in der 17. Spielminute. Und da freuen wir uns jetzt wirklich zurecht, weil hier sehen wir nochmal schön für Konstantin Gerschbaumer, der auch in der 7. Minute die Gelb kassiert hat für ein Foul, taktisches Foul. Der den Pass gut durchleitet. Dann, ich glaube, die 13 ist Martin Hinteregger. Genau so ist es. Der da nicht hinterherkommt oder ihn stören möchte, aber dann selber hinfliegt. Und dann kommt Team Kleindienst mit seinem zweiten Tor in dieser Saison und damit führen wir mit 1-0, sehr, sehr stark, Kopf hochhalten, weiter geht's und hinten erstmal den Kasten sauber halten. Oh, mit Kasten sauber halten hat es nicht lang gehalten, da ist Rebic und da ist 1-0, aber Rebic steht immer auf Zeit. Und was war das eigentlich von Wagnermann? Ich hoffe mal, wir sehen es hier nochmal in der Zeitlupe, wenn es eine Zeitlupe gibt, dass Joshua Wagnermann diesen Ball so unfassbar schlecht weggehauen hat. Hier hat man nur Wagnermann auf dem Boden gesehen und ihr seht mal ganz klares Abseits, war knapp, aber es war ein Abseits, deswegen immer noch alles gut. Schöner Pass zu Wittek, zu Henrik Mkhitaryan. Jetzt kommen wir hier erstmal durch. Da kommt die Flanke zu Konstantin Kerschbaumer, 25. Spielminute. Konstantin Kerschbaumer zieht das 2-0 für uns. Und das war sehr, sehr gut. Denn durch das Abseits-Tor haben wir jetzt nochmal einen nachgelegt. Und damit führen wir 2-0. Dieses 2-0 ist sehr, sehr wichtig, weil wir hier unbedingt einen Sieg holen müssen, damit wir wirklich nicht absteigen. Weil gegen solche Mannschaften wie Frankfurt müssen wir diese Siege holen. Vor allem die selbstgespielten Spiele. Konstantin Kerschbaumer auch mit seinem zweiten Tor. Und damit führen wir nach 25 Spielminuten mit 2-0. Oh, Team Kleindienst setzt sich hier stark durch. Jetzt muss hier irgendwo noch ein Spieler kommen, der uns hilft. Da ist einer mit Konstantin Kerschbaumer. 32. Spielminute. Konstantin Kerschbaumer mit dem 0-3. Und das ist eine sehr, sehr gute Ausgangssituation. Und wahrscheinlich auch die Vorentscheidung. Ja, also, ich weiß nicht, wir spielen so gut hier. Garay kommt auch nicht hinterher, Hinteregger auch nicht. Da kommt einfach der Pass. Konstantin Kerschbaumer lässt ab, keine Chance. Und damit ist sein drittes Saisontor Doppelpack in diesem Spiel. Und damit führen wir 3-0. Ah, dummes Einsteigen von Sebastian Vasiliades. Wenn es schlimm läuft, gibt es Rot. Gibt es aber nicht. Es gibt nur Gelb für ihn. Ja, müssen wir gucken. Jetzt kommen sie hier mit einem Freistoß, der vielleicht gefährlich werden könnte. Den wird natürlich Philipp Kostic treten. Da kommt die Flanke. Da muss Kerschbaumer da sein. Da ist Rebic. Und dann kommt Nübel mit einer klasse Parade. Dann die anschließende Ecke. Nochmal ausgeführt von Philipp Kostic, der die Standards immer bringen wird. Der bringt sie auch gut, das ist Declan Rice. Der ist am Tor vorbei und damit keine gefährliche Situation für uns. Und es ist Halbzeit in Commerzbank Arena. Wir werden einmal Konstantin Kerschbaumer jetzt auswechseln, weil er gelb gesperrt ist. Einmal für Kevin Sessa und dann werde ich nochmal, wenn ich auch mal auf den Spieler komme, Vasiliades nochmal auspacken für Mpedu. Dafür darf dann Dorsch vor ins Zetto immer, wenn das nicht spielen kann. Aber Mpedu ist, glaube ich, der defensivere von den beiden. Und da würde ich sagen, starten wir genauso rein in die zweite Halbzeit. Oh, was war das für ein Fehler? Und jetzt Team Kleindienst kommt. Das war richtig Pech von Eintracht Frankfurt. Aber jetzt Team Kleindienst auf dem Weg nach vorne. Unten ist Ethan Mpedu.
Oh, das war so schlecht gespielt, wie ich es noch nie in meinem Leben gespielt habe. Richtig schlechte Chance vergeigt. Aber kein Problem, wir führen ja immer noch 3-0, deswegen ist alles okay. Vor allem ist es okay, wenn du nochmal so eine Chance kriegst mit Tim Kleindienst. Jetzt mit Empedo und jetzt nutzen wir sie nicht, aber Sessa nutzt sie. Steht nicht im Abseits und damit steht es 0 zu 4, der Eingewechselte für Sebastian Vassiliadis, für Kerschbaumer. Ja, und damit 4-0. Hier sehen wir nochmal Empedo. Ich habe wohl gerade sagen, eigentlich, dass Empedo der defensivere ist von den beiden, also er oder Niklas Dorsch. Dann ist er zweimal vorne, zweimal eine gute Chance, sogar dreimal war er vorne, zweimal eine gute Chance. Und damit macht er seine, sag ich mal, Torvorlage und damit steht es 0 zu 4 für uns. Oh, was für ein Fehler, jetzt kommt Ante Rebic und dann ist das Samu Castillejo. Ja gut, könnt ihr eher ein Tor machen, 4 zu 1. Das tut mir jetzt nicht so in der Seele weh, aber natürlich, Gegentor ist immer blöd. Aber egal, 4-1, weiter geht's. Bringen wir nochmal die Zeit drüber und dann haben wir hier den Sieg in der Tasche. Und der Schiri-Zeit ist an, es gibt nochmal 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, ich denke nicht, dass die jetzt in diese eine Minute noch 3 Tore machen und uns noch den Sieg wegklauen deswegen. Oder das heißt, dass wir jetzt den Sieg in der Tasche haben. Jetzt kommt nochmal Niklas Dorsch, vielleicht nochmal vor, mit Aminido, der definitiv schneller ist wie Erik Durm. Jetzt muss nochmal die Flanke kommen, die kommt nochmal. Kevin Sessa haut nochmal einen raus als Einwechselspieler, als Joker. Macht dann nochmal das 5 zu 1 und damit haben wir jetzt den Sieg klar. Und sag ich mal so, das Spiel gegen Freiburg egalisiert, wo wir 3-0 verloren haben. Das heißt, wir haben schon mal gelungener Start in dieser Folge. Jetzt abgesehen vom Freiburg-Spiel. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns dann bei der nächsten Aktion nach dem Spiel. Da sehen wir, wir bekommen ein Transferangebot für Keenan Bennett von Frosinone. Ich wäre jetzt mittlerweile bereit, ihn abzugeben, denn er ist jetzt nicht mehr so der beste Spieler. Wir können dann natürlich dann noch einen neuen kaufen. Würde ich sagen, so 1,75, 1,35. Da könnt ihr ihn gerne haben. Dann geht es eine weitere Trainingseinheit. Da bekommen wir nochmal ein Transferangebot für Kim Bennett. Das ist ja nicht mal auf der Transferliste, oder? Wir gucken mal ganz kurz. Okay, doch, er wurde jetzt auf die Transferliste gestellt vom automatischen Trainer. Wir machen mal eins hier 1,5 und 1,25. Dann sind wir beim nächsten Simulationsspiel gegen Schalke 04, wo ich jetzt mit einer Niederlage rechnen werde. Und genauso passiert es. Und wieder halt nur 1 und das tut mir halt so weh, weil ich weiß, hier hätten wir einen Unentschieden holen können. Ramay schießt das Tor. Egal, nicht so schlimm. Machen wir einfach weiter, Kopf hoch. Da sehen wir die Übereinkunft zu Keen Bandits von Mechelen, 1,3 Millionen. Wir warten nochmal auf Frosinone, was die für ein Angebot abgeben. Dann sehen wir nochmal eine Trainingseinheit für unsere Jungs. Dann sehen wir ein monatliches Scouting-Update. Bevor wir das dann gucken, Trainingsverletzung, Diandra May fällt 3 Tage aus. Gut, ist jetzt nicht so schlimm. Wir gucken uns mal das monatliche Scouting-Update an. Ja, wo leider kein gutes Talent dabei ist. Dann sehen wir beim Spiel gegen Mainz, würde ich sagen, Leute, sehen wir uns direkt in der ersten Aktion wieder. Wir bringen jetzt nochmal Amenido für Gomez und mal schauen, ob der noch irgendwas machen kann. Und da kommen sie jetzt nochmal mit Darida, mit Latza und es wäre jetzt richtig geil, wenn sie das Tor machen würden. Und natürlich machen sie das Tor noch und mir war das klar, dass wir es noch verlieren werden. Ja, ich würde jetzt gerne meinen Controller kaputt machen, aber ich mach's nicht. Ja, gut, keine Ahnung. Verlieren wir alle Spiele und dieser eine Punkt, muss ich echt zugeben, hätte uns jetzt auch nicht mehr gebracht. Deswegen nehme ich dann die Niederlage gern mit, was eigentlich sehr unverdient war. Aber gut, so passiert es halt im Fußball manchmal. Und da sehen wir noch eine Übereinkunft zu Keen Bennett. 1,35 Millionen von Frosinone. Da würde ich sagen, abziehen wir es einfach mal. Und wenn nicht, haben wir noch das von Michel in der Hinterhand. Da gibt es eine weitere Trainingsanleitung, wo jetzt für Joshua Wagner mal dazugekommen ist. Und da sehen wir, Keen Bennett ist verkauft. Wird dann in der Wintertransferphase hinwechseln. So wird zum Beispiel gegen Gladbach. Die zwei Spiele jetzt gegen Leverkusen und Gladbach werde ich simulieren, weil hier werden wir eh verlieren. Und gegen Leverkusen wird es wahrscheinlich genauso aussehen. Und zack, 2-1 verloren, wieder so knapp. Und genau das ist das, was mich aufregt. Aber gut, komm, EA, dann verliere ich halt die Spiele knapp, macht mir nichts aus. Dann geht es auch noch weiter Trainingseinheit, wo jetzt mal Nübel auf die 79 kommt. Da sind wir im Spiel gegen Leverkusen, würde ich sagen, Leute, gehen wir auch direkt rein, weil ich denke mal hier auch hier gegen Leverkusen haben wir keine Schnitte, weil ja, was soll ich sagen, und wieder, hey, ihr ey, fickt euch ins Knie, wir verlieren schon wieder 2-1, es kann einfach nicht wahr sein, dass wir jedes Spiel so knapp verlieren. Gut, was willst du machen? Dann gibt es die letzte Trainingszeit für diese Folge. Und dann sind wir auch hier beim Spiel gegen Nürnberg. Wir gucken mal kurz, wie das dann für die nächste Folge aussieht. Ich werde wahrscheinlich Nürnberg spielen. Da werde ich Bremen simulieren. Ich werde Hamburg spielen, Leipzig simulieren. Hertha nochmal simulieren. Dann eventuell noch Augsburg spielen. Und hier nochmal die restlichen 3 Spiele simulieren. Dass wir dann auch für die nächste, übernächste Folge dann die Transferphase haben. Ja, Leute, wie war es wieder nach 4 Wochen die Folge aufzunehmen? Es war extrem scheiße, weil dieses Spiel immer noch kaputt ist und scheiße. Und deswegen habe ich auch Formel 1 gebracht. Ich hatte so keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Und hier in dieser Folge sieht man wieder warum. Kann man nichts ändern, ich werde weitermachen, ich habe richtig Bock drauf. Würde ich sagen, Leute, war es von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr euch gerne ein Abo dalassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ihr könnt mich gerne weiterempfehlen bei euren Freunden, sagen, soll mich abonnieren. Haut rein, bis dann und tschüss.